Playoffs und sonst nichts. Los geht's, wir freuen uns. Ein weiterer Playoff-Abend. HC Davos gegen die ZSC Lions. Dean Kukan, ein erstes Mal auf dem Eis mit dem Fehlpass. Corby, das geht schon zügig los. Ja, und das dann geht alles ohne Probleme über die Bühne. Da ist die neu zusammengestellte Linie. Bodenmann, André Geto und Wallmark. Und das ist eine... Ein bisschen die Ruhe walten, beide Teams. Dexie in die Mitte. Abschluss von Kian Sopa. Das ist zusammen mit Stransky. Fora schaltet sich in die Offensive mit ein. Stransky. Kuka. Und dann steht 1:0. Willi Riedi trifft für die ZSC Lions. In den letzten 30 Spielen nur 2 Tore und dann eröffnet er in Spiel 4 das Score. Aber das war auch eine kuriose Szene. Irgendwie reingemogelt. Kukan wird sich einen nächsten Assist gut schreiben. Dann steht Riedi goldrichtig. Arme hoch. Jubel 1:0 für den ZSC. Ashley Mann lässt abprallen und dann Riedi mit dem Schlittschuh. Ja, die Davoser nicht schnell genug, schauten zu. Dahlbeck wieder ganz vorne, Corby, Stransky wäre frei, wird angespielt. Riesenparade von Schimon. Diverse Spiele mit genügend Qualität, die dann den Ausgleich erzielen können. Er hier gehört dazu, Ambühl. Wunderbarer Move, Pfosten! Mit Vorteilen in diesen ersten 10 Minuten, die wir bisher gesehen haben. In Aufstieg Nummer 2, Bodenmann! Der fällt einfach hin, das war eng. Gorby gewinnt es, Egli Stransky! Und es geht in die zweite. Ist brillant herausgespielt. 5 gegen 3 muss Tor sein. 5 gegen 3 ist Tor. Dennis Rasmussen mit dem Ausgleich für den HCD. Und das ist richtig ärgerlich aus Sicht der ZSC Lions. Zu viele Spieler auf dem Eis. Man gibt dem HCD die Gelegenheit, 5 gegen 3 zu spielen. Und wer gibt den Pass? Ja, Sie dürfen genau einmal raten. Natürlich Assistkönig Enzo Corby. Zweiter Assist in den Playoffs. Insgesamt 35. Assist. Das ist so clever gespielt. Rasmussen muss da nur noch hinhalten. Simon Rubetz hat keine Chance. Egli. Corby. Lattenknaller. Da ist er. Sturni. Egli. Kein Treffer. Vrener mit der Riesenchance. Scholz und Hürlimann behalten ihre Arme unten. Sigrist. Tor für den ZSC. Und wer ist es? Nicolas Bäckler. Was für eine Geschichte. Und ich hab's gesagt. Ein Abschluss und dann steht's 2:1. Bäckler macht es. Erstes Tor in der National League im 11. Spiel. Und diese Scheibe, die hängt er sich über das Bett und wird sie einrahmen. 2:1 ZSC. Sigrist dreht sich und dann Bächler zimmert die Scheibe ins Netz. Keine Chance für Sandro Aeschlimann. Und wer ist da zu weit weg von ihm? Es ist Dahlbeck, der erfahrene Schwede, zu weit weg von Bächler und er haut sie aber sowas von in den Kranz. 2:1 für die Gäste. Stransky. Powerplay steht. Corby. Egli. Aber Simon Rubetz. Texie, der die Scheibe in der Offensive behalten kann. Gewinnt wichtige Sekunden. Texie. Gewinnt die Sau. Priestet. Das war die große Gelegenheit. Schneller ist, macht er den Tackle drauf. Dexie. Riedi stünde frei. Dexie. Und dann wird der Schuss geblockt. Irving.
Tor für den HCD! Ja, Priestet macht's! Gibt's denn sowas? Und das Eisstadion top! Es wird zum Torhaus! Leon Priestet! Vor einer Woche, 28-jährig und Vater! Der Vaterschub hilft ihm! 2:2! 55 Sekunden vor Ende! Da haut er sie in die Maschen! Seit 16 Spielen ohne Tor, im Davos Forum schon abgeschrieben und jetzt knallt er sie rein. Simon Rubens ist ein zweites Mal bezwungen, auch dieser Schuss in den... Wieser. In der Mitte, da steht Ambühl. Erste große Chance für... Heute Torschütze. Bachhofner, Scheibe aber nicht drin. Da wird geackert. Lamico, 2:1. Texie! Ashley Mann, Teufelskerl! Gibt es denn sowas in den Playoffs? Stransky! Und an der anderen Seite ist es Rubens. Vorne geht Andrichetto, jetzt 2:1. Andrichetto! Macht den Deckel drauf! Sven Andrichetto löscht die Lichter! Um 11:45 ist die Partie zu Ende! Sven Andrichetto mit seinem zweiten Playoff-Treffer lässt die Gäste jubeln. Off the rush. Und dann ist's aus. Die ZSC Lions schaffen das Break. Andrichetto, no look, der weiß, wo der Kasten steht. Und Sandro Eschlimann ist geschlagen. Unglaublich, was hier abgeht. Es war eine spannende Overtime, die wir hier gesehen haben. Und die Sieger heißen ZSC Lions. Ein kleiner Fehler in der Offensive. Und dann ist es Andrichetto, der zuschlägt.